Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zu meinem Neuzugänge-Video aus dem Monat Juni 2021. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, das hier ist das erste Video, das ich in irgendeiner Form in der neuen Wohnung zusammenschustere. Deswegen verzeiht mir, falls das Ganze hier wirklich noch unfassbar spontan passiert. Der Winkel ist noch nicht richtig, ich bin auch irgendwie zu weit weg. Aber ich habe gedacht, bevor ich hier jetzt noch stundenlang rumexperimentiere, versuchen wir es einfach mal so. Und ich würde sagen, für den ersten Versuch ist das doch gar nicht so scheiße. Heute geht es um meine Neuzugänge aus dem Juni. Ich hoffe, dass schon alles angekommen ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, ist der Samstag. Ich glaube, wir haben den 26. Juni. Aber eigentlich dürften schon alle meine Prioritäten bei mir eingezogen sein. Und deswegen habe ich gedacht, weil ich unfassbar wenig Zeit habe, weil wir ja immer noch im Umzugsstress sind. Wir wohnen zwar schon in der neuen Wohnung, aber es ist so viel. Da habe ich gedacht, dann nehme ich das Video doch einfach schon heute auf, bevor ich das in den nächsten Tagen nicht schaffe und es dann nicht pünktlich für euch hochladen kann. Und deswegen beginnen wir ohne lange Vorrede auch direkt mit Buch Nummer 1. Und bitte verzeiht mir, wenn ich sie euch nicht in der Reihenfolge zeigen kann, in der sie bei mir eingezogen sind. Ich versuche es zwar irgendwie, allerdings sind die beim Umzug alle total vermischt worden, weswegen ich da jetzt nicht mehr wirklich den Überblick habe und jetzt so wahllos Bücher aus dem Regal ziehe und euch zeige. Was ich euch aber schon mal spoilern kann, es war ein ganz, ganz toller Monat, was Neuerscheinungen und Neuzugänge angeht. Es sind so viele tolle Bücher bei mir eingezogen und ich hoffe mir einfach, dass ich in den nächsten Monaten wieder viel, viel zum Lesen komme, weil im Juni hat das so überhaupt nicht geklappt, aber dazu mehr dann im tatsächlichen Lesemonatsvideo. Und wie gesagt, wir beginnen jetzt mal mit Buch Nummer 1. Wir beginnen mit Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis, der zweite Teil von Das Reich der Sieben Höfe, der tatsächlich bei mir jetzt endlich mal eingezogen ist, Leute. Also ich muss ja sagen, es hat super, super lange gedauert, bis ich tatsächlich den zweiten Teil jetzt endlich gekauft habe. Aber weil ich ja, wie ihr vielleicht gehört habt, im letzten Monat und im Juni Audible ausprobiert habe und da in den ersten Teil reingehört habe, dachte ich mir, es wird Zeit, mir den zweiten Teil auch zu holen. Ich hoffe, es spiegelt hier eine für euch nicht. Leute, es ist alles. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich ja selbst nicht sehen, deswegen ich hoffe einfach, ihr könnt das Buch erkennen. Ich hoffe einfach, die Qualität ist in irgendeiner Form ausreichend. Naja, auf jeden Fall ist die Sache die, dass ich dieses Buch tatsächlich gekauft habe, als wir das erste Mal wieder shoppen waren. Und dann war ich im Buchladen und ich habe dieses Buch gesehen. Das ist ja so schön auch immer, wenn man einfach in andere Buchläden mal gehen kann. Man sieht einfach Bücher, wo man sich so denkt, ach ja, stimmt, das ist auf meiner Wunschliste, das möchte ich schon relativ lange haben. Jetzt kaufe ich es mir. Und genau so war es hier auch. Ich habe das Reich der Sieben Höfe gefunden, ich habe halt einfach durch die Regale geguckt und da stand es und ich habe mir gedacht, komm, dann nehme ich das jetzt mit, dann habe ich dieses Buch auch zu Hause und kann da ansetzen, obwohl ich ein bisschen Angst habe, Leute, weil ich so, so, so viele zwiegespaltene Meinungen dazu gehört habe, wie Tamlin sich verändert und dass seine Veränderung von der Autorin sehr gezwungen dargestellt sein soll, damit unsere Protagonistin sich in Rhys verliebt. Ich bin sehr gespannt. Natürlich habe ich mich ein bisschen gespoilert, Leute. Ist ja klar, wenn man den Klappentext liest, ich habe die Klappentexte von allen Teilen gelesen, ich habe nur den ersten Mal gelesen, war schlecht. Das heißt, ich weiß, mit wem sie zusammenkommen wird und mit wem nicht. Und das ist für mich sehr schwierig zu verstehen, nachdem ich ja nur den ersten gelesen habe. Und ich bin sehr gespannt, wie diese Veränderung von Tamlin im Endeffekt dargestellt worden ist. Und lass es einfach mal auf mich zukommen, wir werden sehen. Dann gab es tatsächlich im Juni eine Aktion, auf die ich gewartet hatte, weil ich habe die schon in den Vorschauen gesehen gehabt. Und das war tatsächlich, es ging um eine Reihe, die ich tatsächlich noch nicht im Regal hatte. Und ich wusste, wenn jetzt diese Aktion kommt, dann werde ich mir diese Reihe endlich kaufen. Und es ist eine dreiteilige Hardcover-Reihe, die ich jetzt im Endeffekt für 15 Euro bekommen habe. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil die wirklich schon unfassbar lange auf meiner Wunschliste sind. Und zwar handelt es sich um die Young Elites-Reihe. Und zwar Die Gemeinschaft der Dolche, Young Elites von Mary Lou, ist meiner Ansicht nach sogar der erste. Es ist nämlich so, dass die wahrscheinlich die Hardcover aus dem Sortiment schmeißen, der Löwe Verlag, und dass die jetzt die Restexemplare für 5 Euro anbieten. Denn es ist so, wenn solche Bücher für plötzlich so niedrige Preise angeboten werden, dann werden die Hardcover nach dieser Aktion vergriffen sein. Das ist so dieses letzte
kauf die Bücher weg, dann sind wir sie los und wir machen doch noch Geld in irgendeiner Form damit, anstatt dass sie versauern und danach werden die Bücher vergriffen sein. Der Verlag wird sie dann nicht mehr herstellen, das ist ganz einfach so. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt schlage ich zu, endlich kann ich mir diese Bücher kaufen und habe mir dann im Endeffekt die ganze Reihe zugelegt, nämlich die Gemeinschaft der Dolche, die Herrschaft der weißen Wölfin und das Bündnis der Rosen. Das ist die komplette Reihe. Ich habe sie jetzt im Endeffekt für 15 Euro gekauft, was ich richtig nice finde, wenn man bedenkt, dass die alle 18,95 neu gekostet hätten. Hier steht natürlich auch noch der Neupreis drauf, weil das halt einfach die Restexemplare sind, die jetzt verhökert werden. Und wie gesagt, für mich ist das natürlich nice, weil ich habe diese Bücher jetzt einfach hier. Ich wollte sie schon Ewigkeiten haben, genauso wie die Warcross-Reihe derselben Autoren, die fehlt mir auch noch. Und da bin ich hinterher, dass ich mir die auch bald zulege. Das sind ja bisher zwei Teile. Ich glaube auch, dass es eine Dilogie ist. Jo, genau. Ja, ihr Lieben, dann ist bei mir eingezogen Game Changer von Neil Schusterman. Das ist eine Neuerscheinung, die jetzt im Laufe des Jahres rauskommt. Ich gucke mal, ob ich hier rausfinden kann, wann. Nein, es steht leider nicht drin. Aber ich glaube, dass es noch nicht erschienen ist. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, dass es eine Neuerscheinung aus dem kommenden Jahr ist, also jetzt des kommenden Jahres. Wir haben das allerdings schon als Leseexemplar zugeschickt bekommen und ich war natürlich total heiß auf die Geschichte, Leute. The Game Changer von Neil Schusterman. Ich mag Neil Schusterman unfassbar gerne. Ich habe ja von ihm die Scythe-Reihe erst gelesen und beendet, fand die sehr, sehr gut. Möchte natürlich auch gerne noch die Vollendet-Reihe von ihm lesen. Und als ich gesehen habe, dass ein neues Buch von ihm kommt und wir das dann prompt auch als Leseexemplar bekommen haben, habe ich mir gedacht, das ist meins, 3, 2, 1, meins. Und zwar geht es hier um einen Jungen, nämlich Ash. Und Ash ist ein weißer, heterosexueller Junge aus der Mittelschicht, also ein ganz normaler Junge, der in eine andere Dimension katapultiert wird und da halt aus Versehen einfach mal die Rassentrennung wieder einführt. Also es hört sich total spannend an, weil ich mir so denke, wie kann sowas aus Versehen passieren? Und wie versucht er sich aus dieser Situation wieder rauszuretten? Also ich finde, das klingt mega nice. Ich finde, dass es auch unfassbar schön aufgemacht ist. Es hat wieder so einen geilen, eckigen Hardcover-Einband. Ich finde das schön. Löwe macht das seit neuestem und Fischer jetzt wohl auch. Dass sie gar nicht mehr diese runden Buchrücken machen, sondern dass es wirklich ein fester, eckiger Rücken ist, finde ich mega nice. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde das Cover wunderschön und freue mich auf diese Geschichte wirklich dermaßen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich finde, es klingt einfach hammergeil. Dann ist noch ein Leseexemplar bei mir eingezogen. Bevor ich dich sah, von Emily Hongtin. Hongtin. Ich kann den Nachnamen nicht aussprechen. Und hier geht es um ein Mädchen, das mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert wird. Und ich glaube, dass sie danach nicht mehr wirklich spricht. Oder doch. Sie ist nicht die Einzige auf ihrem Zimmer. Sie hat einen Zimmernachbar Alfred, der von Albträumen gequält wird. Und die beiden lernen sich Nacht für Nacht besser kennen und teilen ihre Sorgen miteinander. Ich finde, das klingt so, so sweet. Es ist aus dem Heine Verlag und ich habe mich sehr gefreut, dass wir auch davon ein Leseexemplar bekommen hatten, weil auch dieses Buch tatsächlich, nachdem ich die Vorschauen mir angeschaut hatte, auf meine Wunschliste geklettert war. Und ich liebe solche Geschichten, solche Cichlid-Lektüre. Das ist zwar so ein bisschen out schon wieder, es ist genauso wie mit den Vampirromanen. Da gibt es immer mal wieder eins. Und es kommt auch ein sehr, sehr geiler neuer Vampirroman. Der wird jetzt angeteasert in den Vorschauen. Da bin ich jetzt schon mega gespannt, weil der verglichen wird mit Twilight. Und da jemand geschrieben hat, endlich mal was nah an Twilight kommt. Und ich war so, okay, ich muss es lesen, aber das ist noch nicht erschienen. Und das hier ist halt jetzt mal wieder so ein Cichlid-Buch, wo mal wieder so ein Einstieg probiert wird. Und ich freue mich drauf. Es gehört wohl eigentlich in den Erwachsenenbereich, aber es klingt sehr, sehr nice. Und ich probiere es einfach mal. Und dann ist ja in meinem Tauschpaket bei mir eingezogen Blue Sky Black, ohne Dunkelheit keine Sterne von Johanna Danninger. Nein, Johanna Dunninger, es ist eine Deutsche, habe ich ja festgestellt während meines Tauschpakets. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, worum es geht, weil hinten steht auch nicht viel drauf. Wenn die Hoffnung stirbt, dann kämpfe, um zu lieben. Aha, oh, und vorne steht auch nichts wirklich drauf. Es ist ein Geheimnis für mich. Es sieht wunderschön aus. Ich finde das Cover unheimlich schön. Es ist ja auch ein relativ neues Buch. Ich glaube, es müsste auch im letzten halben Jahr erschienen sein. Oder vielleicht im letzten halben Jahr vom letzten Jahr. Ha, Leute,
Bitte, nimmt mich nicht für voll heute. Ich bin total durch von dieser ganzen letzten Umzugswoche. Aber es sieht wunderschön aus und ich habe ja schon Ewigkeiten Bock drauf gehabt. Deswegen habe ich es ja auch auf meine Wunschliste gesetzt für mein Tauschpaket und freue mich jetzt einfach, dass es hier ist und dass ich es bald lesen kann. Dann sind noch unerwartet zwei Leseexemplare bei mir eingezogen, weil die einfach erstmal vom Cover her sehr, sehr geil aussehen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin von beiden irgendwie total gecatcht. Zum einen haben wir hier Hitze von Raven Leilani, ein Lieblingsbuch von Barack Obama. Ich glaube, das war das, was mich angesprochen hatte. Das Debüt des Jahres, also es wird hier von den unterschiedlichsten amerikanischen Zeitungen, Zeitschriften, The New York Times, Time Out, The Guardian, also das sind alles so Zeitschriften, Radio, whatever aus Amerika, die dieses Buch einfach hammermäßig fanden. Aber sehr viel steht hinten nicht wirklich drauf. Aber es steht drauf ein urkomisches, unglaublich berührendes Buch. Ich finde, es sieht mega aus. Ich möchte es mir einfach mal angucken. Und dann haben wir hier Bilder meiner besten Freundin, wo ich das Cover auch unheimlich poetisch finde. Ich weiß nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Cover findet. Und da fand ich tatsächlich auch den Klappentext sehr cool. Elisa und Beatrice begegnen sich in einer Sommernacht am Strand. Sie werden beste Freundinnen und doch könnten sie kaum unterschiedlicher sein. Ellie lebt versunken in einer Welt von Büchern, während Bea es genießt, sich öffentlich zu inszenieren und täglich neue Bilder von sich ins Internet zu stellen. Sie wird zum Star, der davon träumt, über die sozialen Netzwerke mit tausenden Bildern von Italien aus die Welt zu erobern. Bis sie eines Tages spurlos verschwindet und Ellie vor der Frage steht, wer ihre Freundin, die jeder auf der Welt zu kennen glaubt, wirklich ist. Es klingt so geil, Leute, weil es einfach unfassbar modern ist. Dieses Social-Media-Thema, ne? Das ist einfach total on point. Das ist einfach was, wo ich finde, das braucht man jetzt, was das mit einem machen kann. Und wir haben hier so zwei unterschiedliche Personen, die sich dadurch auseinanderleben, aber im Endeffekt auch irgendwie wieder zusammenwachsen, weil die eine ja darüber versucht, sie wiederzufinden. Mega nice. Also ich finde, es sieht wunderschön aus. Es ist einfach top aktuell. Und das hier auch, also zwei Bücher, die mich einfach angesprochen haben und wo ich einfach sage, die möchte ich mir sehr, sehr gerne mal angucken. Deswegen habe ich mir die beide direkt mitgenommen. Und dann, ihr Lieben, oh mein Gott, ich war so begeistert und ich habe das so, so spät erst erfahren. Ich weiß gar nicht warum. Warum mir der Koppenrad Verlag irgendwie immer, was die Vorschauen angeht, durch die Lappen geht. I don't know, Leute. Aber ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit herausgefunden, dass es ein neues Buch von Terry Terry geben wird. What? Ich habe ja von Terry Terry fast alles gelesen, außer Mind Games. Das steht noch auf meinem Sub. Aber ich liebe Terry Terry. Ich finde, sie nimmt sich immer sehr, sehr nice Themen, setzt sie unfassbar geil um und sie ist einfach eine ganz, ganz tolle Autorin. Ich liebe, liebe, liebe ihre Bücher. Ich würde schon fast sagen, dass Terry Terry eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen geworden ist in den letzten Jahren. Und ich war einfach nur happy zu sehen, dass es ein neues Buch von ihr geben würde und habe mir das dann natürlich sofort zum Erscheinungstermin im Juni zugelegt. Und zwar ist das Dark Blue Rising. Und Leute, schaut euch dieses Buch bitte an. Es ist wunderschön. Übrigens, Leute, wenn ihr mal wieder Bock habt auf ein Cover-Vergleich-Video, weil dieses Cover dem englischen Cover sehr unähnlich ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde sehr, sehr gerne mal wieder so ein Cover-Vergleich-Video machen. Und ich habe auch einige Bücher, wo ich gesehen habe, dass die Cover nicht unterschiedlicher sein könnten und würde dementsprechend sehr, sehr gerne mit euch mal wieder drüber sprechen. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf hättet. Dark Blue Rising Terry Terry, ihr Lieben. Tabby versucht sich in ihrem neuen Leben mit ihren echten Eltern zurechtzufinden. Doch der einzige Ort. Ah, sorry. Traue niemandem, das wurde Tabby immer wieder eingebläut. Und hüte dich vor dem Kreis. Zieht ihre Mutter Kate deshalb ständig mit ihr um? Als Kate plötzlich verhaftet wird, bricht für Tabby eine Welt zusammen. Kate ist gar nicht ihre Mutter. Tabby versucht sich in ihrem neuen Leben mit ihren echten Eltern zurechtzufinden. Doch der einzige Ort, an dem sie sich wirklich zu Hause fühlt, ist das Meer. Eine innere Stimme lockt sie in die Tiefe und sie stellt fest, dass sie unglaublich lange tauchen kann. Haben Kates Hinweise auf den Kreis mit diesem Phänomen zu tun? Und ist sie wirklich die Einzige mit dieser besonderen Veranlagung? Tabby beginnt zu begreifen, dass ein ungeheuerliches Geheimnis in ihr schlummert. Und es wird eine Trilogie. Auftakt der Klima-Thriller-Trilogie. Klima-Thriller-Trilogie. Okay. Für mich ist das immer noch eine Jugenddystopie von einem Thriller
Mal schauen, ob ich zum Schluss sagen werde, dass es ein Thriller ist. Aber ich finde, Terry Terrys Bücher sind eigentlich ganz eindeutig in die dystopische Sparte zu stecken. Und ich meine, dadurch, dass es ums Klima geht und wahrscheinlich um Klimaveränderung, ganz kleine Dystopie. Ich meine, natürlich, Dystopien sind auch mit mega krasser Spannung versehen. Aber ob ich deswegen jetzt sagen würde, dass es ein Thriller ist, naja, ich möchte es nicht vorm Lesen verurteilen, aber wahrscheinlich ist es für mich kein Thriller. Ich finde, das klingt so geil. Vor allem, da ja plötzlich, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber diese Unterwasser-Thematik ist plötzlich total in. Meeresglühen, wie heißt es denn? Water Rising aus dem Löwe Verlag. Ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Jetzt hier Dark Blue Rising. Es kommen momentan ganz, ganz viele Bücher zum Thema Unterwasser auf den Markt, würde ich mal behaupten. Und hier das Ganze zusammengepackt mit einem dystopischen Klimathema, finde ich sehr geil. Ich finde es natürlich auch hier top aktuell. Terry schnappt sich halt echt immer geile Themen. Also ich meine, Leute, die Infiziertreihe, ja? Jahre später hatten wir dann plötzlich Corona und ich habe die ja während der Corona-Zeit gelesen und dachte mir so, Alter, wie? Hat sie das vorhersehen können? Also Terry schnappt sich schon echt nice Themen und verpackt sie und es ist einfach immer aktuell und modern und ich liebe, liebe, liebe ihre Bücher. Ich freue mich unfassbar auf dieses hier, auch wenn es eine Trilogie wird, das heißt, es kommen noch zwei weitere Bände und das heißt, ich werde wahrscheinlich unfassbar lange warten müssen, bis ein neuer Band rauskommt. Aber so wie das aussieht und so nice ich den Klappentext finde, ich werde es wahrscheinlich bald lesen. Ich kann das nicht lange warten lassen. Ich meine, momentan komme ich ja kaum zum Lesen, aber ich hoffe, dass ich dieses hier vielleicht im Juli schaffen werde. In den Verkaufsgruppen gefunden, in denen ich ja auch unterwegs bin. Und habe dann drei Stück diesen Monat gekauft. Und zwar ganz am Anfang des Monats war das Only Us. Und ich war, Leute, ich war so überrascht, dass das jemand verkauft hat, weil dieses Buch ist ja unfassbar neu. Das ist ein komplett neues Buch. Also da ist auch nichts dran. Und ich finde das immer so süß, weil man merkt immer, wie nett Büchermenschen sind. Weil sie mir so Bilder geschickt hat, so, ja, das ist unten angedotzt und es ist nichts an diesem Buch dran. Ich weiß nicht, wo sie hier was gesehen haben will, aber dieses Buch hat keine Makel. Und ich war unfassbar happy, weil, wie gesagt, das stand halt auf meiner Liste und es geht hier um einen alleinerziehenden Vater von drei Töchtern. Und für eine Beziehung bleibt ihm keine Zeit, aber da ist natürlich Franny Sawyer. Sie ist die Tochter meines Chefs und die neue Nanny meiner Töchter, also für mich absolut tabu, aber natürlich verliebt er sich trotzdem in sie. Und ich finde es krass, ist das aus der Sicht von ihm? Ich glaube, es ist aus der Sicht von ihm geschrieben. Das wäre doch mal mega nice, Leute. Cool, ich freue mich einfach drauf. Ich fand es cool, dass es jemand verkauft hat. Ich habe natürlich sofort zugeschlagen und habe es mir mitgenommen. Und dann, ihr Lieben, habe ich noch einen Beweis dafür, dass Mädels, beziehungsweise natürlich auch Jungs, ich will ja niemanden ausschließen, dass viele, viele Büchermenschen unfassbar nett sind. Aber ich meine, eigentlich, in dem Fall hatte sie eigentlich keine andere Wahl, aber ich habe da schon ganz, ganz andere gesehen. Und zwar habe ich bei einem Mädchen die beiden Bücher hier gekauft, So leise wie ein Sommerregen und Es war einmal, neue und klassische Märchen. Und in beiden Fällen musste ich bei ihr nur den Versand bezahlen, weil dieses hier ein Rezensionsexemplar gewesen ist und dieses hier ein Buch war, das sie zu diesem, ich glaube zum Welttag des Buches wurden die mal verschenkt in Buchhandlungen. Und da hat sie es geschenkt bekommen. Und deswegen war sie total nett und freundlich und hat halt gesagt, ich muss nur den Versand bezahlen und dann schickt sie mir die Bücher zu. Und Leute, ich weiß, dass man Rezensionsexemplare und Leseexemplare nicht verkaufen darf. Das weiß eigentlich jeder. Trotzdem nehmen ganz, ganz, ganz viele Leute Geld dafür und verkaufen die. Und deswegen fand ich es an dieser Stelle unfassbar nett, dass das Mädchen mir das gesagt hat, weil das natürlich hier in dem Fall nicht in dem Buch drinsteht. Also, So leise wie ein Sommerregen ist tatsächlich ein komplettes Neuexemplar, wo auch hinten der Preis draufsteht und sie hat es halt umsonst zugeschickt bekommen. Es steht nirgends drauf, dass das ein Rezensionsexemplar war. Und deswegen finde ich es unfassbar schön, dass sie es mir gegen Versand zugeschickt hat. Und auch bei dem Buch. Ich wusste zwar, dass es eine Aktion gab, ich hätte aber auf jeden Fall Geld dafür bezahlt, weil dieses Buch bei Amazon momentan auch für Geld verkauft wird. Und ich glaube ja sogar, dass das ja eine Produktion von Amazon gewesen ist. Und die verkaufen es jetzt auch halt gegen Geld, nicht mehr umsonst. Und ja, deswegen, ich fand das unfassbar nett. Ich liebe Büchermenschen. Büchermenschen sind so süß. Und dann, ich freue mich so. Ich liebe Nicola Hotel. Auch tatsächlich eine Autorin, die zu einer meiner absoluten Lieblingsautorinnen aufgestiegen ist im letzten Jahr. Ihre It Was Always Us heißt es, glaube ich.
Alter, ich bin heute so verwirrt. Ihr wisst es, ihre Debütreihe, das ist eine Dilogie gewesen, fand ich fantastisch. Ich fand sogar, dass sie sich da gesteigert hat. Ich fand den zweiten besser als den ersten. Ich habe den ersten gefeiert, der war für mich ein Jahreshighlight. Dann kam der zweite und ich fand den sogar nochmal besser. Also auch ein Jahreshighlight. Ich war so geflasht von diesen beiden Debütbüchern von dieser Autorin und ich dachte mir so, Alter, das kann nicht wahr sein. Und als dann dieses Buch, ich glaube, bei der Kraftbuchhandlung signiert angeboten wurde, habe ich das dann natürlich sofort gemacht. Hier ist auch so ein Sticker drin und ein Lesezeichen. Und sie hat vorne reingeschrieben, für Hannah alles Liebe, Nicola, so sieht das aus. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas erkennen in dieser Kameraführung, I don't know. Ich finde dieses Buch wunderschön. Es glänzt so ein bisschen, wann immer du mich berührst, ever. Es ist so schön. Ich finde dieses Buch so verdammt schön. Liebe wird aus Mut gemacht, verletzt, verängstigt, verloren, so fühlt Abby sich momentan. Sie will einfach nur nach Hause, weg aus der Reha-Klinik, wo sie nach einem schlimmen Autounfall wieder laufen lernen soll. Nur macht sie keine Fortschritte. Überhaupt keine. Abby hat seit dem Unfall panische Angst vor Schmerzen und die Therapie läuft dementsprechend schlecht, bis sie einen neuen Physiotherapeuten bekommt. David Rivers ist noch Student, aber mit seiner geduldigen, sanften Art dringt er zu ihr durch. Wann immer er sie berührt, verfliegt ihre Angst. Sie fühlt sich sicher. Doch das ist sie nicht, denn David kennt ein Geheimnis, das ihre ganze Welt zerreißen könnte. Oh nein! Also Leute, ich finde halt solche Bücher klingen erstmal alle sehr gleich. Obwohl das Thema schon ziemlich cool ist, auch das hier ist so ein bisschen Cichlid angehaucht, was ich cool finde, dass sich viele Autoren dem Thema jetzt wieder annehmen. Aber bei Nicola Hotel ist es halt so, dass ihre Bücher, trotzdem, dass sie in einem Mainstream-Genre schreibt, nämlich New Adult oder Young Adult, immer besonders und außergewöhnlich sind. Aufgrund des Schreibstils, aufgrund dessen, wie sie gemacht sind, sie packt da einfach so eine krasse Emotionalität rein. Man fühlt es mit und deswegen sind ihre Bücher für mich welche, die rausstechen. Obwohl sie eben, wie gesagt, diesem Mainstream-Genre angehören, wo ja so, so viele Bücher einfach im Kopf ineinander übergehen, sodass man sie gar nicht mehr auseinanderhalten kann, weil da so viel sich so ähnlich ist. Und sie schafft es bei mir aber immer, dass diese Bücher rausstechen und ich immer genau weiß, um was es in ihren Büchern ging und damit auch bestimmte Gefühle einfach rückblickend in Verbindung damit habe. Und ich freue mich so darauf. Also das klingt so verdammt gut. Ich liebe es. Und es wird ja auch noch einen zweiten Teil geben, nämlich Blue, wo immer du mich findest. Und It Was Always You, It Was Always Love. Das waren die ersten zwei. Ja, ich find's toll. Ich mag sie, Lieblingsautorin. Und ich freue mich auf das Buch. Aber wir kommen erstmal noch zu einem Leseexemplar, nämlich meine Freundin Lotte von Anne Stern. Von Anne Stern habe ich den ersten Teil der Hulda Gold-Reihe gelesen. Das ist eine Hebammengeschichte, die irgendwie während des Weltkrieges, ich weiß es gar nicht mehr, steht. Und ich mochte den ersten. Er war leicht geschrieben, hatte aber ein spannendes Setting, ein spannendes Thema. Und als wir dann das Leseexemplar zu ihrem neuen Buch reinbekommen haben, habe ich gedacht, ich möchte mir das auch gerne mal angucken. Das hat jetzt eher so den Charakter, dass ich das für die Buchhandlung lese, einfach um eine schöne, locker, leichte Geschichte zu haben für Leute, die gerne so ein bisschen in dieser Zeit lesen. Also wir haben Berlin 1921 und es geht um eine Person, die es wirklich gegeben hat, nämlich Lotte Laserstein. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht. Ein Roman über die Berliner Malerin Lotte Laserstein und ihr Lieblingsmodell Traute Rose. Also es geht um zwei Personen, die man wirklich kennt. Das heißt, es ist so ein zeitgeschichtlicher, starker Frauenroman, wo es um Personen geht, die es wirklich gegeben hat. Und das ist ja momentan total in. Deswegen hoffe ich, dass sie mich auch hier wieder mit ihrem Schreibstil und ihrer locker leichten Flockigkeit da so ein bisschen begeistern kann und ich das Buch dann im Endeffekt gut empfehlen kann für Leute, die halt gerne in diese Richtung lesen. Und dann, ihr Lieben, ist bei mir eingezogen und wie lange habe ich bitte auf dieses Buch warten müssen? Wie lange? Goldmädchen von Jennifer Jacopelli. Oh mein Gott, Leute, dieses Buch wurde ja so unendlich oft verschoben. Ich fasse es nicht, dass ich es endlich in den Händen halten kann. In diesem Buch geht es um Missbrauch in der Turner-Szene. Also es geht irgendwie darum, dass Audrey bei Olympia mitmachen darf, aber ihr Trainer plötzlich von einer Mittrainierenden, glaube ich, beschuldigt wird, dass er sie missbraucht haben soll. Irgendwie sowas. Und jetzt muss sie ja aber irgendwie trotzdem bei Olympia mitmachen und ihr Trainer ist aber, glaube ich, irgendwie weg. Und sie wird natürlich dann auch befragt, ne? Und ich glaube, das ist das, worum es geht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, deswegen habe ich keine Ahnung, ob ihr mich dafür bare Münze nehmen könnt, aber der Cheftrainer wird vor den Augen aller vom FBI verhaftet. Doch, ich liege richtig. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz krasse Thematik, weil man ja schon öfters im Fernsehen darüber
etwas gehört hat, dass das tatsächlich ist, häufig Amerika. Ich glaube, bei uns ist das jetzt nicht so gang und gäbe, also ich hoffe es auf jeden Fall, dass es tatsächlich schon oft passiert ist, dass Trainer gerade in diesem Turnsport ihre Trainierenden missbraucht haben sollen oder angefasst haben sollen und so weiter. Ne? Ich bin einfach happy, dass das Buch jetzt endlich da ist, weil HarperCollins oder eben Dragonfly musste das unfassbar oft verschieben. Das ist durch Corona über ein Jahr verschoben worden. Dieses Buch sollte eigentlich letztes Jahr im Juni erscheinen und ist um ein komplettes Jahr verschoben worden. Und deswegen bin ich jetzt gerade so, oh mein Gott, ist es wirklich hier? Kann es wirklich sein, dass ich dieses Buch jetzt endlich in den Händen halte? Es sieht so wunderschön aus. Es ist gar nicht so dick. Also ich hätte mir gedacht, dass es dicker ist. Es hat ganz, ganz knapp 320 Seiten. Und ich liebe Dragonfly. Das fällt mir immer wieder auf, dass der Verlag unfassbar geile Bücher verlegt. Also Dragonfly finde ich richtig cool, kann ich empfehlen. Falls ihr aus dem Verlag noch nichts gelesen habt, schaut doch gerne mal in meinen Rezensionen vorbei. Ich habe schon einige Bücher aus dem Verlag gelesen und rezensiert, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich hoffe, dass das hier auch dazu kommt. So, ihr Lieben, dann ist ein Buch bei mir eingezogen, das ich schon besitze. Allerdings hatte ich es damals auch als Leseexemplar mitgenommen und habe jetzt natürlich die Möglichkeit, es vielleicht für euch zu verlosen, wenn ich es denn in den zahllosen Kisten meiner gelesenen Bücher, die oben stehen, finden werde. Es handelt sich um einen Fluch so ewig und kalt. Wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass euch hier das nicht spiegelt, aber es kann sehr, sehr gut sein. Auf jeden Fall ist das hier die Exklusivausgabe aus der Bücherbüchse, also von der Bücherbüchse, die das verkauft haben mit buntem Buchschnitt. Ich mache es vielleicht gerade mal auf, damit ihr den Buchschnitt auch bewundern könnt, wenn ihr den im Licht nicht seht. Auf jeden Fall war das so, dass ich ja das Leseexemplar hatte und man damals auch die Exklusivausgabe momentan nicht kaufen konnte. Und ich habe dann halt irgendwann gesehen, dass wieder ein paar Exemplare reingekommen waren bei Bücherbüchse. So sieht das Ganze aus. Ist halt blau und hier ist halt das Schloss drauf. Und da habe ich dann natürlich wirklich zugelangt. Ich habe das dann sofort bestellt und bin jetzt unfassbar froh, dass ich diese Exklusivausgabe mein eigen nennen darf. Aber dann brauche ich natürlich das zweite Exemplar nicht, was hier irgendwo, wie gesagt, in Kisten liegt. Und deswegen kann ich das vielleicht für euch verlosen im Laufe der nächsten Monate. Ich bin gespannt. Und was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass ein Print dabei lag. Ein Print mit hinten einem Brief von der Autorin drauf. Ich finde es wunderschön. Ich mochte den ersten Teil ja sehr gerne. Für mich war es zwar kein Jahreshighlight, aber ich fand es eine ganz, ganz tolle Geschichte und bin einfach happy, dass jetzt dieses Print bei mir einziehen durfte. Genauso wie die Exklusivausgabe des ersten Bandes, den ich ja schon gelesen habe. Also eigentlich müsste der jetzt auch wieder irgendwo in der Kiste, weil hier habe ich ja nur Sub-Bücher gelagert. Muss mal gucken, was ich jetzt mit den Büchern mache, die ich dann gelesen habe. Ob ich den wirklich oben irgendwo hinstelle oder irgendwo separat hier aufstaple. I don't know. Das Coole an der Sache ist, dass ja diesen Monat direkt der zweite Teil erschienen ist, den ich schon bei der ersten Aktion bei Bücherbüchse mitbestellt habe. Und ich bin ganz happy sagen zu können, dass ich es heute auch geschafft habe, den dritten Teil zu ergattern. Aber hier ist der zweite Teil, wie gesagt, mit exklusivem Buchschnitt und ich freue mich sehr, dass ich auch den dritten in dieser Ausgabe bekommen werde. Ich habe den zweiten dann doch sehr pünktlich bekommen. Normalerweise finde ich das sehr spannend. Bei Bücherbüchse bekommt man dann die Bücher nicht unbedingt zum Erscheinungstermin, sondern immer ein bisschen später, was mir nichts ausmacht, weil ich weiß ja, dass ich die Bücher bestellt habe und dass sie hier ankommen. Aber das hier ist wirklich unfassbar pünktlich gekommen, weil erschienen ist es ja, glaube ich, am 22.06. und es kam hier sehr, sehr pünktlich an. Mit Buchschnitt, es ist wunderschön. Ich freue mich sehr drauf, das habe ich natürlich noch nicht gelesen und freue mich darauf, das dann im Juli wahrscheinlich nachzuholen, weil im Juni werde ich nichts mehr schaffen. Dann, ihr Lieben, habe ich mir aus einer Bücherbox, die halt einfach so random auf der Straße stand, habe ich mir ein Buch mitgenommen. Ich habe schon Lust drauf, mal wieder was von der Autorin zu lesen. Beziehungsweise ich habe noch nie was von ihr gelesen. Ich hatte schon so oft Bücher von ihr auf dem Sub, die ich dann nicht gelesen habe. Jojo Moyes, Wie ein Leuchten in tiefer Nacht. Das Buch ist ja noch gar nicht so alt. Es ist sehr, sehr gelesen. Also es hat unfassbar viele Leserinnen. Auch hier, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber ich dachte, okay, komm. Ich probiere es jetzt einfach noch ein letztes Mal. Und wenn auch dieses Buch in meinem Subregal versauert, dann werde ich halt nie wieder Jojo Moyes austesten. So einfach ist das. Ich habe es mir einfach mal mitgenommen und gucke mal, ob sie irgendwann es tatsächlich schafft, noch von mir gelesen zu werden. Ja, ihr Lieben, dann habe ich bei der Graf-Handlung signiert bestellt mit Dir leuchtet der Ozean von Lea Coplin.
Für Hannah alles Liebe, Lea Koblin, Meer und Herzen aufgewühlt. So sieht das Ganze aus. Es ist so dünn. Dieses Buch kostet 12,95 € und es hat auch 300, es hat 300 Seiten. Leute, guckt euch das mal an. Wie kann dieses Buch 300 Seiten haben? Unfassbar. Oh, es ist eine Karte drin. Sweet. Like it. Wie kann dieses Buch 300 Seiten haben? Wie können überhaupt 300 Seiten auf diese Dünne passen? Naja, es schockiert mich gerade so ein bisschen, Leute. Mit die Leuchte der Ozean von Lea Koblin. Ich hatte das signiert vorbestellt bei Graf. Ich finde, es sieht sehr, sehr hübsch aus. Ich finde, es hört sich halt wie diese ganzen Mainstream-No-Edit-Bücher an. Aber es hat mich dann doch interessiert. Ist DTV, ist ein schönes Format, finde ich. Ist so locker flockig irgendwie. Das könnte aber auch ein Format sein, wo man schnell eine Leserille reinliest. Ich finde, man fühlt das immer schon. Naja, wir schauen mal. Ich bin einfach happy. Auch das war ein Buch, das auf meiner Wunschliste stand. Es stand zwar nicht ganz oben, aber als ich dann gesehen habe, dass man es signiert bei Graf bestellen kann, habe ich gedacht, komm, dann schlag ich halt zu. Und hier ist es jetzt. Dann habe ich mir natürlich gekauft Trust My Lips von Lila Payne. Ich habe Trust My Heart letzten Monat gelesen, also meinen Lesemonat gerne. In der Infobox schaut ihn euch noch an, falls ihr ihn nicht gesehen habt. Ich fand Trust My Heart sehr gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es super, super schön. Lila Payne hat mich da überrascht, aber Ravensburger ist halt ein cooler Verlag. Ich mag den sehr gerne und Trust My Heart war sehr, sehr cool. Und ich war wirklich geschockt, Leute, als ich gesehen habe, dass der zweite Teil schon erschienen ist im Juni. Ich habe das total verpennt, weil ich hatte ja Trust My Heart erst gelesen. Ich weiß auch gar nicht, wann der erschienen ist. Ich habe den halt dann wahrscheinlich erst später gekauft. Wahrscheinlich gibt es ihn schon Ewigkeiten. Oder der Verlag war halt unfassbar schnell, weil ich habe das eingegeben. Und dann war das Buch schon lieferbar und ich dachte mir so, wann ist das passiert? Ich habe das nicht mitbekommen. Und dann habe ich es mir natürlich sofort bestellt, weil ich fand den ersten halt mega nice. Und hier geht es halt, glaube ich, um die Freundin von der Protagonistin aus dem ersten Teil und um den Zwillingsbruder des Love Interests aus dem ersten Teil. Klingt geil, oder? Ich liebe es. Ich mochte die Figuren, ich mochte die Geschichte und ich finde halt Noah, heißt er Noah? Umso entsetzter ist Jo, als sie einem dieser ehemaligen Freunde Nachhilfe geben soll. Ausgerechnet Noah, einem der berüchtigten James-Zwillinge. Genau, Noah fand ich ziemlich cool, weil man ist aus dem nicht wirklich schlau geworden. Ne? Also das ist eher so eine ruhige Person, der im ersten Teil seinen Zwillingsbruder immer mal so auf die Finger haut und halt so sagt, nee, so geht das nicht. Und der gar nicht so viel Aufsehen machen will, der halt unfassbar ruhig ist und eigentlich keiner weiß, was mit ihm los ist. Und ich finde das halt ziemlich cool, dass er jetzt hier auch eine Hauptperson ist, der mit der Protagonistin zusammenkommen wird, höchstwahrscheinlich, dass man so ein bisschen jetzt herausbekommt, was denn vielleicht mit ihm los ist. Ne? Und das finde ich cool, weil das ist auch im ersten total offen geblieben. Es war tatsächlich so, dass ich nach dem ersten gedacht habe, okay, aber was ist denn jetzt mit Noah? Und als ich dann natürlich den Klappentext vom zweiten gelesen habe, wusste ich, okay, er bekommt seine eigene Story und wir werden es noch herausfinden, was mit ihm los ist. Ich glaube, es kommt auch noch ein dritter Teil, genau, Trust My Soul. Und es geht halt immer um Personen, die man halt schon kennengelernt hat. Eben hier jetzt um die beste Freundin der Protagonistin aus dem ersten Teil und um den Zwillingsbruder des Love Interests aus dem ersten Teil. Und das finde ich ziemlich cool. Könnte sehr, 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 sehr nice werden und ja, es klingt einfach cool. Dann ist bei mir ein Rezensionsexemplar eingezogen, nämlich Und der Ozean war unser Himmel von Patrick Ness, das ich schon gelesen habe und die Rezension dazu findet ihr in der Infobox. Es geht hier um eine Moby Dick Nacherzählung aus der Sicht der Wale. Es geht nämlich um Bathseba, auf Deutsch ausgesprochen heißt es Bathseba, die ein Wal ist und die Toby Wick jagt mit ihrer Walgruppe und es ist sehr spannend, was ich darüber gedacht habe, wie es mir gefallen hat. Schaut es euch in der Rezension an, die ich euch in der Infobox verlinke. Es war ein sehr weirdes Spektakel, aber dazu auch mehr im Lesemonat. Dann habe ich mir gekauft What If We Trust von Sarah Sprinz. Und zwar habe ich mir das gekauft, weil ich auch hier wieder wusste, in der Erstauflage ist dieser Print dabei. Und deswegen musste ich natürlich auch die Erstauflage kaufen und habe mir das Ganze dann bestellt. Weil bei so Prints, da kriegen mich die Autoren immer. Zwar gab es diesmal keine Signieraktion, was ich jetzt nicht so schlimm finde, obwohl ich glaube, dass ich die ersten beiden signiert habe. Ich glaube, ich habe die ersten beiden signiert bestellt, weil man da eben auch diesen Print dazu gekriegt hat.
Und hier ist es halt jetzt so, dass jeder, der diese Erstauflage bestellt, eben auch diese Zeichnung dazu bekommt. Und deswegen habe ich mir das dann halt auch recht schnell bei uns in der Buchhandlung bestellt und habe dann halt gesagt, okay, ich möchte gerne den Print haben. Und deswegen bestelle ich es mir halt jetzt. Ich habe aus dieser Reihe noch kein einziges gelesen, tatsächlich, habe aber bisher nur Gutes gehört und ich denke, dass ich es auch mögen werde. Und dann werde ich es bestimmt schön finden, dass ich eigentlich zu jedem der drei Bücher dieses Print halt mit da drin habe. Und ja, das ist schon sehr cool. Ich finde das ja immer schön, wenn man so ein Goodie umsonst halt dazu bekommt. Und wenn man halt wirklich die Info hat, es ist halt nur in der Erstauflage drin, dann kann man ja auch dementsprechend handeln und das Buch kaufen. Und das habe ich in dem Fall getan. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich habe die ersten beiden auch noch nicht gelesen. Und ja, das wird auch noch eine Weile dauern, glaube ich. Ich komme da nicht hinterher. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, ist bei mir eingezogen All Our Hidden Gifts, die Macht der Karten. Es geht hier um Tarot. Und um Maeve Chambers, die halt damit Magie und Kräfte in die Welt setzt, whatever. Es ist eine wunderschöne Ausgabe mit exklusivem Buchschnitt, also eine Exklusivausgabe von Bücherbüchse, die man nur in dieser Mini-Büchse bekommen kann oder bekommen konnte. Jetzt gibt es sie, glaube ich, nicht mehr. Schaut euch sehr, sehr gerne das Unpacking dazu an. Es ist kurz und knapp. Die Qualität ist nicht so nice, weil ich es halt im Vlog hier gemacht habe, wo ich nicht so geiles Licht habe. Aber schaut es euch trotzdem an. Es ist trotzdem ein nices Video. Und dann werdet ihr sehen, was noch so in der Box drin war. Ich freue mich auf das Buch. Ich finde es wunderschön. Ich liebe die Exklusivausgaben von Bücherbüchse und kann mich auch hier nicht beklagen. Ich mochte tatsächlich diese Box sehr, sehr gerne. Deswegen das Unpacking. Und dann sind im Endeffekt noch zwei weitere Bücher bei mir eingezogen. Nämlich zum einen dieses hier in all seinen Farben von George Lester. Ein Buch, das, glaube ich, das Buch war, auf das ich mich diesen Monat gefreut habe. Ich habe mich auf dieses Buch sehr gefreut. Es geht hier um einen Jungen. Für Robin bricht eine Welt zusammen, als sein großer Traum von der Schauspielschule zerplatzt und er plötzlich ohne Plan für die Zukunft dasteht. Und dann ist da auch noch die Sache mit seinem Freund Connor, der sich nicht offen zu ihm bekennt. Alles ganz schön kompliziert. Doch als ihn seine Clique an seinem 18. Geburtstag in eine Dragshow schleppt, realisiert Robin, dass das Leben manchmal ganz eigene Pläne hat. Also wir haben hier einen Jungen, der schwul ist und der einen Freund hat, der ihn anscheinend verleugnet und der jetzt mit Drag in Berührung kommt. Finde ich richtig nice, Leute. Das erinnert mich auch so ein bisschen an hier Queer as Folk. Ich weiß nicht, kennt ihr Queer as Folk? Auf jeden Fall ist da Drag auch ein großes Thema, immer wieder. Und ich liebe sowieso Queer as Folk. Also Leute, wenn ihr Queer as Folk nicht gesehen habt, ja, dann lebt ihr hinterm Mond und ihr solltet das auf jeden Fall nachholen. In all seinen Farben erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, weil dieses so ein halt ein normaler Junge, ne, kommt plötzlich in diese Drag-Szene. Und das ist natürlich etwas total Besonderes, weil das ist laut, das ist bunt, das schreit nach Aufmerksamkeit. Und ich glaube, dass das für viele Menschen einfach was ganz, ganz Neues und Überraschendes sein kann. Und für so einen jungen Mann, der halt gerade mit sich struggelt und mit seiner Beziehung, ist das bestimmt ganz, ganz aufregend und kann ihn vielleicht auch so ein bisschen auffangen, weil ich finde, Drag ist immer so, das begeistert einen und die Leute sind auch immer so unfassbar nett, habe ich so das Gefühl. Und ja, ich finde das ein tolles Thema, hatte ich in Buchform so tatsächlich noch nicht. Ich fand es, wie gesagt, bei Queer as Folk schön, weil das in einigen Folgen immer wieder ein Thema ist, eben auch wieder Gay Pride. Und ich liebe es. Ich liebe es und ich freue mich auf dieses Buch. Das ist tatsächlich eines der Bücher, auf die ich mich diesen Monat am meisten gefreut habe und wo ich auch glaube, dass ich es sehr, sehr bald lesen werde. Und dann kommen wir zu dem zweiten Neuzugangshighlight diesen Monat. Also damit meine ich das zweite Buch, auf das ich mich diesen Monat am meisten gefreut habe. Und zwar ist das Witch Ghost von Lynn Raven. Ein Buch, das ich auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und Leute, es ist einfach Lynn Raven. Ich weiß nicht, ob ihr nachvollziehen könnt, was das mit mir macht, diesen Namen auf dem Buch zu lesen. Lynn Raven hat schon seit sehr, sehr langer Zeit kein Buch mehr rausgebracht. Lynn Raven ist für mich so eine Art Phänomen. Ich habe zwei absolute Lieblingsbücher von Lynn Raven, nämlich Der Kuss des Ke und Blutbraut. Das sind Bücher, die ich so abgöttisch liebe und ich verstehe es bis heute nicht, dass keins dieser Bücher als Hardcover erschienen ist, auch dieses Jahr auch nicht. Und dann habe ich irgendwie, also ich habe diese beiden Bücher gelesen und geliebt und dann kamen ganz, ganz viele Bücher, wo auch Freundinnen von mir sagten, auch die sind alle irgendwie nicht so gut, die Thematiken waren auch irgendwie komisch und dann hat sie wirklich ganz, ganz, ganz lange gar nichts mehr geschrieben.
Und jetzt kommt einfach ein neues Buch von ihr raus. Und Alter, ich bin so hin und weg. Es sieht wunderschön aus. Es sieht halt ein bisschen aus wie Blutbraut. Blutbraut sah halt echt so ähnlich aus. Ja, es erinnert mich total an Blutbraut. Es heißt Witch Ghost und es geht darum: Seit ihre Familie durch dunkle Magie ermordet wurde, hat Cass der Hexerei abgeschworen. So sehr der einflussreiche Hexer Whitmore, der sie aufgenommen hat, sie auch drängt, ihr Talent zu nutzen, Cass weigert sich standhaft. Als es zu mysteriösen Todesfällen in der Gegend kommt, versucht Whitmores Tochter Sarah Ann in einer Seance Kontakt zum letzten Opfer aufzunehmen. Stattdessen erscheint Cass der Geist einer vor langer Zeit hingerichteten Hexe. Und offenbar trachtet jemand auch Cass nach dem Leben. Wem kann sie noch trauen? Dem gut aussehenden Luke, der ihr seine Hilfe anbietet? Oder verfolgt. Ja, ihr Lieben. Und dann brach mein Akku zusammen. Auf jeden Fall klingt das Buch mega, mega nice. Und es ist tatsächlich auch das letzte Buch gewesen, deswegen ich bin unfassbar happy, dass dieses Video gespeichert wurde, weil es einfach 40 Minuten lang war. Ja, aber hier jetzt noch ein paar Schlussworte. Schreibt mir doch sehr, sehr gerne, wie euch dieser Kamerablick gefallen hat. Also, wie das Stativ gestanden hat. Ich fand, dass ich irgendwie zu weit weg war. Ich habe noch nicht die passende Stellung für mein Stativ gefunden. Aber schreibt mir trotzdem sehr, sehr gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare und wie ich vielleicht das Stativ stellen sollte oder ob das auch so in Ordnung war, jetzt mal übergangsweise für ein halbes Jahr. Wie es euch gefallen hat, auch von der Qualität her, weil ich glaube, dass die Bücher, wenn sie so weit weg sind, man sie nicht so richtig sieht. Ich werde es erst sehen, wenn ich das Video geschnitten habe. Aber ja, wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Immerhin war ja noch der gesamte Klappentext auf dem Video. Nur den letzten Satz hat man, glaube ich, nicht mehr so ganz mitbekommen. Es tut mir mega leid, aber mein Akku war echt im Eimer. Ja, aber Gott sei Dank war es das letzte Buch. Ich freue mich unfassbar auf das neue Buch von Lynn Raven. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!